Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Godsip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it stops. I make your speakers bang. I make your speakers bang. I be around the block with the boom box, volume to the top, round the block with the boom box, volume to the top, round the block with the boom box, volume to the top, round the block, block, block. I be around the block with the boom box, volume to the top, like a boss, everybody stop. When my crew walk, then my girl start to go off like a robot and drop. I make your speakers boom. Let me see you get it, oh. Get it, let me see you get it, oh. Leer, kalt, grau, tot, verschwunden, Chaos reißt an uns, in uns, tiefe Wunden. Leer, kalt, grau, tot, verschwunden, Chaos reißt an uns, in uns, tiefe Wunden, Chaos. London verliert sich in Schrecken und Angst, wenn du auf einmal um dein Leben. Wird es nie mehr so, wie's früher mal war. Überall lauert der Tod die Gefahr. Unsere einzige Hoffnung entführt. Ohne Sherlock und Watson gehen wir ganz allein und verlassen durch London Straßen. Schräge Zeit. Heute hat es ein Inspektor wirklich überhaupt nicht leicht. Früher legte ich die Füße hoch, um streng zu delegieren, mich zieren mit Lorbeeren, die ich nicht verdiene. Doch heute braucht es meinen Schneid. Das Volk schreit immer lauter, fordert endlich Sicherheit. In der Tat, die Lage ist prekär und unser Ruf zu schwer. Beschädigt und ewig schon raubt mir der ganze Sherlock-Clan den letzten Nerv.
Eine Bande arroganter, ignoranter Besserwisser will dann fremd in London Schoß. Zum Glück bin ich zwei aus dem Pack. Erst einmal los. Zeit hat uns geschunden, unsere Angst als Wunden, die das Volk gebar. Wir sind verloren. Die Zeit ist gekommen, bald werdet ihr ausgelöscht. Diese Warnung klingt echt, Sherlock entführt, alles eskaliert, das Volk alarmiert, was nun passiert? Ein Mord, die Explosion, keine Motivation, oder ist es nur ein falscher Hinweis? Und man führt uns nur aufs Glatteis, mein Kopf dreht sich im Kreis, im Kreis! Es fühlte sich an wie ein spannendes Spiel, doch es verlangt von uns beiden zu viel. Rennen erbarmungslos gegen die Zeit, zahlen den Preis unserer Waghalsigkeit. Lestrade, der Versager, hat's einfach nicht raus. Er löst den Fall niemals auf. Alles liegt nun an uns, sonst geht London im Chaos zu Haus. Wir werden uns nicht fügen, denn wir geben niemals auf. Solange ihr versucht, mit euren dreisten Lügen uns in Sicherheit zu wiegen, uns alleine lasst. Agiert ihr nicht, entsteht aus Chaos blanker Hass. Die Stage-Tanzschule St. Wendel, das ist euer Applaus. Ich habe jetzt den Inhaber der Tanzschule mitgebracht, Michael Ewig, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Wir konnten jetzt einen kleinen Einblick in die Vielfalt eurer Tanzstile bekommen. Was bietet die Stage noch alles so an? Also eigentlich haben wir heute Abend die komplette, nein, was heißt nicht die komplette, aber von bis mitgebracht. Wir haben natürlich als erstes habt ihr die Extremes gesehen, das sind unsere XS-Kids, das ist die Altersgruppe, die bei uns anfängt, zum ersten Mal denkend selber etwas auf die Bühne zu bringen. Alles, was davor kommt, ist so ein bisschen die Kinder an einen fremden Trainer gewöhnen, und bei den XS-Kids geht es darum, dass die zum ersten Mal selber wirklich auch tanzen. Und da haben wir heute die Gruppe mitgebracht, die letztes Jahr, die sind erst ein Jahr zusammen, und die haben letztes Jahr schon einen zweiten Platz bei einer deutschen Meisterschaft abgerockt. Und da habe ich gesagt, die sollt ihr sehen. Oder? Und als Hip-Hop-Tanzschule kennt man uns ja jetzt seit 15 Jahren in St. Wendel, auch wenn man noch nie so, ja, wir sind jetzt ein bisschen größer geworden. Was ich aber heute Abend vor allem mitbringen wollte, das ist unser Theater- und Musical-Projekt, weil ich selber hatte die große Ehre und das Vergnügen, in den letzten 10 Jahren viel, ja, Theater machen zu dürfen, überall in Deutschland. Und dann, ich habe überall gespielt, aber nie in St. Wendel oder im Saarland. Und man hat immer so gehört, auch Merzig, Musical-Hauptstadt, und Saarbrücke, Musical-Hauptstadt und Neuenkirche, Musical-Hauptstadt. Und was ist in St. Wendel? Ja, noch nichts. Und das wollen wir jetzt mit dem Projekt ändern. Und das habt ihr heute gesehen mit unserer Nummer Chaos aus dem Musical Sherlock Holmes. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir sind sehr gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Wenn jetzt der ein oder andere Interesse bekommen hat hier im Saal und vielleicht bei euch mitmachen möchte, wie kann man da bei euch reinschnuppern?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich will jetzt gar nicht langweilig einfach nur die Webseite sagen, weil die findet ihr sowieso alle irgendwie. Viel interessanter ist, dass wir mit der Vergrößerung der Lounge oder der Tanzschule in St. Wendel auch eine Event-Lounge gegründet haben. Und die letzten 15 Jahre habe ich ganz viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und ich bin halt einfach auch auf den Dreh gekommen. Ich werde ja jetzt auch langsam ein alter Sack. So, und irgendwann möchte man ja auch mal mit seinem Publikum mitwachsen und nicht immer nur, die Kids werden halt gefühlt immer kleiner oder jünger und ich immer älter. Ich weiß nicht, welche Richtung besser ist. Und wir haben gesagt, wir wollen mit der neuen Tanzschule etwas gründen, was für alle Menschen im Kreis St. Wendel interessant ist. Und das ist zum einen die Tanzschule an sich, aber zum anderen auch unsere Event-Lounge. Und wir erreichen bei Facebook 130.000 Menschen und ich habe die Vision, dass wir für jeden dieser 130.000 was machen wollen. Und deswegen dürfen sich auch alle angesprochen fühlen. Wir haben von unserer Babys-Lounge bis hin zu dem Seniorentanzen eigentlich alles. Also von der Wiege bis zur, genau, wollen wir alles abdecken. Und natürlich ist ein ganz großes Thema unser Theater. Und wer Lust hat, Theater zu machen, der kommt dann einfach auf mich zu, beziehungsweise findet uns. Weil jeder war ja schon mal hier im Flash, außer ich. Ich war da nie. Und wir sind genau überm Flash. Und wer nie ins Flash geht, der geht ab und zu mal in den Globus Baumarkt ein Würstchen essen und dann sind wir auch direkt gegenüber. Also man findet uns.